Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir als Gentleman. Wir sind gerade dabei, ein klein wenig, wenn man nicht gerade aus dem Spiel raustappt. Und er sauber theoretisch den Stream abgreifen würde. Danke sehr. Und ich möchte auch eigentlich hier auf dem Monitor zusätzlich das noch sehen. Danke sehr. Sind wir dabei im Großen und Ganzen alles Wichtige an Missionen zu erledigen. Eigentlich haben wir schon weitestgehend alles erledigt, was so halbwegs in einem erreichbaren Level für uns ist. Und wir aktuell einfach noch Level 4er und 5er Missionen offen haben. Plus gegebenenfalls hier so ein paar von diesen Rissen, die wir letztes Mal schon mal ein wenig erkundet haben. Ich glaube, die sind gerade noch nicht so, als dass wir da so viel weiterkommen, wenn wir da uns gerade zu sehr drauf konzentrieren. Daher würde ich jetzt erstmal mit der Kette der Kö nee, nicht der Kette der Königin, sondern der Einweisung durch den Rat weitermachen wollen. Ich glaube, wir sind bei der Storyline gerade ganz weit im Verzug. Hau doch nicht den armen Mann. Alles Gute, Bürger. Außerdem, warum Bürger? Messer Assassine wäre wahrscheinlich eher korrekter. Ah, schön. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Dann kümmern wir uns doch mal drum. Phantomklinge. Drücken Sie 1, um die Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie sie ausgerückt, drücken Sie rechts für einen Reflexschuss. Halten Sie zum Zielen, drücken Sie links zum Schießen. Wenn Gegner von den von Berserkerklingen getroffen, greifen sie Verbündete an.
Im Geschäft können Sie weitere Klingen erwerben. Das ist auch was Feines. Welche Freude, mein Freund. Und schauen wir doch mal, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickelt. Da oben. Das Königreich der Bettler. Also dann reisen wir schon mal nach da drüben. Dann, was wir auf dem Wege noch Spannendes erleben und gegebenenfalls ob wir dann am morgigen Tag, wo es jetzt im Detail weiterhin geht. Die Büste wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein, aber das kann man nochmal verifizieren. Hat nicht ganz so geklappt wie sollte, egal. Ich glaube, immer Panik haben. Du Kümmerling, leg dich ruhig mit mir an. Punkt lässt er mich noch nicht einsammeln. Dann komme ich da dann irgendwann später drauf zurück. Wir gehen noch mal ein kleines Stück weiter in die Richtung.
die Leute immer hier so panisch reagieren. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode.